So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen auf meinem eigenen Kanal hier auf YouTube. Diesmal ohne die Lara. Denn wir werden auf unserem bestehenden Kanal weiterhin Vlogs drehen und Videos aufnehmen, gemeinsam. Hier auch, aber das ist ein ganz anderes Konzept, denn ich möchte hier meine ganz eigenen Videos machen und meine ganz eigenen Videos drehen. Denn ich glaube, dass ich auch auf Instagram meine ganz eigenen Abonnenten habe, die sich für ganz andere Fragen interessieren. Deswegen haben wir uns gedacht, dass wir da ein bisschen splitten und ich hier auf diesem Kanal das mache, worauf ich im Prinzip Bock habe. Und auf Instagram habe ich schon bereits verkündet, dass wir mit einem QA anfangen und ihr mir Fragen stellen könnt und ich auf alle Fragen eingehen werde. Ich habe euch das versprochen. Leider ist das Problem, dass ich echt enorm viele Fragen bekommen habe und das einfach diesen Rahmen sprengen würde. Ich kann euch das Ganze mal zeigen. Das hier sind eure Fragen. Echt enorm viele Fragen. Ich werde versuchen, auf so gut es geht, auf alle Fragen einzugehen und alle Fragen so gut es geht zu beantworten. Aber seid mir bitte jetzt schon nicht böse, wenn ich einige Fragen nicht beantworten kann. So, die erste Frage ist von Mohaxmet29. Hast du dich gleich beim ersten Treffen verliebt? Also, ich glaube, diejenigen, die das Video schauen, kennen die Lara schon auf Instagram und auch von YouTube sicherlich. Und ja, ich habe mich beim ersten Treffen verliebt, und zwar in die Augen meiner Frau. So, dann eine echt gute Frage, und zwar, warum ändert die Lara ihren Insta-Nachnamen nicht? Das sind jetzt wieder Fragen, wo die Lara eine große Rolle spielt, aber egal, ich beantworte die. Und zwar ändert die Lara einfach ihren Nachnamen nicht, weil wir uns damals gedacht haben, wenn sie wirklich ihren später einen Beruf ausübt, was sie im Prinzip erlernt hat, dann hat die Lara gesagt, dass sie da nicht unter ihren Insta-Namen erkannt werden möchte. Deswegen haben wir gesagt, dass ihr Nachname, also ihr Kindheitsnachname im Prinzip auf Instagram, ihr Künstlernachname auf Instagram bleibt und sie dadurch quasi später, falls sie irgendwann in einem anderen Beruf tätig ist, mit ihrem richtigen Namen arbeiten kann. Also die Lara heißt die Lara Aksoy und ihr Künstlername ist die Lara Kainaja. So, jetzt ist die Frage auch beantwortet. Eine Frage von Hanife: Wie gefällt dir dein Studium? Ist es schwer? So, da habe ich echt sehr viele Fragen zu bekommen und die Antwort möchte ich etwas länger halten, denn es sind sehr, sehr viele Fragen, zum Beispiel von Monika Bellucci: Was studierst du oder bist du an der Uni angestellt? Wenn ja, als was? Dann noch zig andere Fragen, die ich jetzt nicht sehen kann. Ich habe Maschinenbau studiert und habe alle meine Prüfungen absolviert und bin so gut wie fertig. Ich habe mich dabei spezialisiert auf Produktion und Logistik. Man kann sich im Maschinenbaustudium auf vier Hauptmodule spezialisieren. Es ist einfach so bei uns an der FH, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber es gibt vier Hauptmodule, wo man sich spezialisieren kann: Produktion und Logistik, Energietechnik, Kunststofftechnik und Konstruktion und Entwicklung. Und ich habe Produktion und Logistik gewählt und habe mich darin spezialisiert. Habe dann meine Praxisphase absolviert und schreibe aktuell meine Bachelorarbeit. Und da bin ich an der Uni für eingestellt und führe sozusagen eine wissenschaftliche Arbeit. Es war, wie gesagt, in den letzten Jahren so eine Nebensache, weil wir gemeinsam mit Dilara mehrere Unternehmen führen, wo ich vielleicht später eingehen kann, wenn eine Frage aufkommt. Aber ich habe es geschafft. Kurz im Studium, es ist mega anspruchsvoll. 2016, wenn ich mich nicht falsch erinnere, gab es 2016 eine Studie, dass Maschinenbau und Jura mit einer der schwierigsten Studiengänge sind, weil es die höchste Abbrecherquote hat. Und dementsprechend ist es schwer, ja, aber wenn man eine gewisse Disziplin hat und wenn man weiß, wie man zu lernen hat, dann kann man eigentlich alles schaffen. Ich habe genug Freunde, die Medizin studiert haben, Psychologie haben sie studiert, nebenbei schöne Grüße an Junaid und Ebuzer, und die haben es auch geschafft. Jurastudenten kenne ich auch genug. Also man muss eine gewisse Disziplin haben, dann schafft man alles. So, eine Frage von Gamze Evin: Wie alt bist du? Seit wann kennst du die Lara? Streitet ihr oft? Okay, das sind drei Fragen. Ich bin 24,
Seit wann kenne ich die Lara? Ich kenne die Lara genau seit dem 1.12.2013. Da haben wir uns zum ersten Mal getroffen und streitet ihr euch oft? Ich glaube nicht mehr, als sich Ehepartner streiten dürfen. So, einer hat eine Frage gestellt, worüber wir uns heute Morgen noch mit die Lara ja, nicht gestritten haben, sondern eine kleine Diskussion hatten, und zwar, wie würdest du deine Tochter nennen? Von Jaren-CL, CLR. Ich habe einen Namen für meine Tochter und ich sage immer wieder zu die Lara, wenn wir eine Tochter kriegen, möchte ich den Namen vergeben und von unserem Sohn kannst du gerne den Namen vergeben. Das Allerwichtigste ist wirklich, dass Kinder gesund sind, ja? Und danach kommen die Namen. Und bei den Namen habe ich einen Namen, den ich meiner Tochter gerne vergeben möchte. Das ist Elif. Und die Lara darf sich gerne den männlichen Namen aussuchen. So, eine andere Frage. Wer war die erste Person, die von die Lara wusste? Ich glaube, dass weder die Lara noch ich Personen sind, die etwas von unseren Eltern verheimlicht haben. Also ich habe es meiner Mutter gesagt vom ersten Tag an. Meinem Vater habe ich es auch gesagt, von daher sind es, glaube ich, die beiden, die es von Anfang an wussten. So, eine schöne Frage von jasmin.oe97. Wie sehen deine Zukunftspläne aus, beziehungsweise Studium slash Job? So, das ist wieder eine Frage, wo ich mich etwas länger zu äußern möchte, denn da gibt es auch sehr viele andere Fragen bezüglich, wie könnt ihr euch in so einem Alter so ein Leben leisten, wie könnt ihr die Miete bezahlen, wie fährt ihr so ein Auto? Wie macht ihr so oft Urlaub? Da muss ich an allererster Stelle sagen, dass harte Arbeit alles möglich macht. So, ich und die Lara und ich führen zwei Unternehmen, zwei ganz erfolgreiche Unternehmen. Da, nebenbei studiere ich noch Maschinenbau oder besser gesagt, ich habe studiert, schreibe noch meine Bachelorarbeit und so ist das Ganze möglich. Ja, gut, wir haben weitere Zukunftspläne, wir möchten uns noch weitere Standbeine aufbauen, noch weitere Unternehmen gründen. Und ich glaube, das kann jeder schaffen. Und es gibt so manche Kommentare, die sagen, ja, es ist doch einfach, als Blogger Geld zu verdienen. Ja, wenn es ganz einfach ist, dann rate ich mal jedem, diesen Weg einzuschlagen und das mal zu versuchen. Wenn es denn so einfach ist, dann könnte es ja jeder schaffen. So, eine Frage von Jans-Wadan. Sehr gut. Eine sehr gute Frage, die gefällt mir. Warum willst du einen eigenen Kanal haben? Ich möchte keinen eigenen Kanal in der Hinsicht haben. Ich hatte schon einen eigenen Kanal, wo ich meine eigenen Videos gedreht habe. Nur dann dachten wir uns, dass wir gemeinsam einen Kanal öffnen, wo wir gemeinsame Videos drehen. Das war auch gut so. Nur das Problem ist, wir sind ab und zu mal allein unterwegs und ich habe meinen Alltag, wo ich auch sehr viele Anfragen zu kriege, dass ich mehr darüber erzählen soll. So, ich kann das schwer auf die Laras Kanal tun, weil da auch sehr viele weibliche Follower sind, die sich nur um, ich sag mal, die Laras Leben interessieren, in Anführungsstrichen. Aus diesem Grund habe ich mir einfach nur gedacht, dass ich meinen eigenen Kanal mache, wo ich meine eigenen Videos drehe und die Lara auch des Öfteren zu Gast habe. Also letztens überlegt, dass wir ein Video drehen, wo die Lara Fortnite zockt. Ihr kriegt ja von Instagram sicherlich mit, dass ich, wenn ich mal Freizeit habe, gerne spiele, gerne PlayStation spiele. Und dann haben wir uns halt einfach gedacht, dass die Lara dann mal Fortnite zockt. Und ich glaube, das wäre halt, käme nicht so gut, wenn wir das auf dem anderen Kanal hochladen würden. Deswegen dient halt dieser Kanal. Welches Auto, wie viel PS und mach mal bitte ein Autovideo von Jamil Coconut. Wir haben bereits unser Auto verfilmt oder einen Film gedreht mit Hasan Korkmaz gemeinsam und haben es leider noch nicht hochgeladen, weil wir nicht wussten, wie es ankommt. Ich bin ein Mensch, der gar nicht prahlt. Aus dem Grund habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr lange überlegt, ob es richtig ist, dass wir das Video online stellen oder ob es vielleicht doch falsch ankommen würde bei euch. Deswegen haben wir vielleicht schon eine Idee, wie wir das umgehen, und zwar einfach auf meinen eigenen Kanal. Dann kriege ich den Shitstorm, wenn ich Shitstorm kriege und nicht die Lara. Und damit finde ich mich schon ganz gut ab. So Leute, an dieser Stelle habe ich mir einfach nur gedacht, dass ich mal kurz das Video einblende, wo wir unser Auto verfilmt haben, gemeinsam mit Hasan Korkmaz. Viel Spaß beim Zusehen. Lean back. Like. So, wir fahren die Mercedes E-Klasse in Coupé.
Und ja, das ist die Antwort. Wie hast du dir deine Traumfrau vorgestellt von Duigo KVK 58? Ich glaube, das habe ich in Lives schon des Öfteren gesagt. Ich stand einfach nicht auf schwarzhaarige Frauen damals. Hab ganz andere Geschmäcker gehabt und ich glaube, die Lara auch. Aber ich muss ganz ehrlich und ganz offen zugeben, nachdem ich die Lara kennengelernt habe, könnte mich, glaube ich, keine andere Frau beeindrucken. Also gar nicht. Weil ich habe mich einfach in sie verliebt, in ihre schwarzen Haare, in ihre schwarzen Augen. Und im Nachhinein war es einfach das Schönste auf der Welt. Roshani0306 hat gefragt, hast du ein Lebensmotto oder etwas, was dich motiviert, das zu tun, was man tut? Liebe Grüße. Ja, ich habe ein Lebensmotto gehabt, was ich verwirklicht habe. Und zwar das Leben zu leben mit der Frau an meiner Seite, die die Mutter meiner Kinder wird. Und ich glaube, dass ich das erfüllt habe an allererster Stelle. An zweiter Stelle will ich, wie gesagt, eine größere Familie aufbauen mit Kindern, meiner Religion treu sein, unternehmerisch sehr erfolgreich werden. Ja, und das sind, glaube ich, mein Lebensmotto. Und sehr, sehr wichtig, armen Menschen helfen. Das steht an allererster Stelle bei mir, die Priorität. Ich bin kein Mensch, der auf Reichtum steht. Ich bin ein Mensch, der eher denkt, dass Teilen besser ist, als alleine zu leben. Aus dem Grund kommt auch die nächsten Tage auf Instagram eine Spendenaktion und auch vielleicht auf YouTube und nimmt auf jeden Fall dran teil. Die Lara und ich werden vor Ort sein und werden die Spendengelder mit unserer eigenen Hand quasi an die Bedürftigen spenden oder hinbringen. Das perfekte Alter zum Heiraten von Sinan Sipahi 1903. Sehr früh. So früh wie es geht, aber steht an allererster Stelle auf euren eigenen Beinen, verdient euer Geld und dann heiraten. So, auch eine schöne Frage von Banu Elida. Wird das manchmal nicht zu viel mit Laras Insta? Hättest du es gerne anders gehabt, ruhiger? Also ich glaube, im Leben widerfahren einem Menschen Sachen, die man vorher nicht kontrolliert. Und das ist genauso wie mit Instagram gewesen. Wir haben damals mit Dilara angefangen, gemeinsame Couple-Bilder hochzuladen und hätten uns niemals gedacht, dass Dilara so eine große Reichweite erreichen wird. So, und das ist passiert und ich bin auch stolz darauf. Und ich glaube, dass die Blogger und die Influencer einen gewissen Promi-Status haben, vielleicht sogar einen höheren Status als die Promis, die Fernsehpromis, die man kennt. Denn die Influencer sind tagtäglich mit ihren Abonnenten unterwegs, nehmen sie mit in ihren Stories und berichten sehr viel vom Alltag. Und in der Hinsicht bin ich stolz auf meine Frau, dass sie nichts vermittelt, was unserer Ideologie einfach sich mit unserer Ideologie widerspricht. Und deswegen bin ich stolz auf meine Frau, stolz, dass sie das macht, was sie tut. Und von daher bin ich nicht unzufrieden mit der aktuellen Situation. Könntet ihr mal einen Daily Ramadan Vlog Challenge machen? Von Marok As. Leute, die Lara hat es schon verkündet, wir werden auf unserem Hauptkanal tägliche Videos machen aus dem Ramadan und wir haben schon nach einem Namen gefragt und haben schon einen Namen im Kopf. Höchstwahrscheinlich wird es Ramadan Daily heißen, ne? Nein? Okay, die Lara hat was anderes im Kopf. Auf jeden Fall bleibt einfach dran und abonniert die Laras Kanal. Wie hast du die Lara da angeschrieben und wie hat sie reagiert? Also ich habe die Lara nicht angeschrieben, die Lara hat mich angeschrieben. Besser gesagt, sie hat mich hinzugefügt. Von daher wäre die Frage, glaube ich, berechtigt, wenn du fragen würdest, wie ich reagiert habe. Wie findest du Cem Aslantaş und Chucky von Fitnesslover-99? Leute, wenn ihr uns auf Instagram verfolgt, wisst ihr, dass ich Cem über alles liebe. Und wenn ich in Frankfurt bin, sehen wir uns immer. Fertig aus Ende. So, von Melik Drimk. Wie viele Freundinnen hattest du vor Dilara? Ich hatte keine richtige feste Freundin vor Dilara. Meine richtig feste Freundin ist Dilara. Von daher ist die Frage auch beantwortet. So, Freunde, das waren sehr, sehr viele Fragen. Ich danke euch für all die Fragen. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Hab mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Auf jeden Fall wird die Lara, glaube ich, bei dem nächsten Video mein Gast sein und viel Spaß. Ciao, ciao.